auch nice ist. Keine Sorge, Opa, wir sind ja sicher. Uns passiert ja nichts. Knappe in Anschlag.
Der Südturm wird schon low. Mann. Kann man es auch nicht recht machen, ne? Zu heiß, zu kalt, immer ein Problem. Ja. Aber wie schön auch das, oh, schön. Unser Visier jetzt so beschlagen, so halb eingefroren ist. Das sieht schon mega aus. Was haben wir denn hier? Was auch? Ein Rock. Screenshot time. Ein bisschen weiter hier rüber. Ein bisschen. Zeig dich von deiner schönsten Seite. Oh man. Okay. Alles klar. Ich würde sagen, wir schlagen einfach unser Lager auf und dann. Ich würde sagen, dann beenden wir langsam die Folgen, die Aufnahme hier. Ich muss das Ganze auch ändern, dass es auch das, wollte ich jetzt, das Ganze zeitig erscheint. Ja, ja. So, gut. So, die Sonne geht unter. Es wird Nacht, dann wird es Zeit, dass wir hier sowieso verschwinden. So, unser nächstes Lager ist aufgeschlagen. Sehr schön. So, ne, nachts habe ich hier keinen Bock. Ich will es auch nicht reparieren, ich möchte hier einstellen. So. Das Lager ist aufgeschlagen auf einem Planeten. Wir schauen mal, wir fliegen nochmal ganz kurz zu Seer. Wir schauen nach, ob wir das Lager finden. Das wäre natürlich blöd, wenn wir es jetzt nicht finden würden, ne? Aber normalerweise müssten wir ja eine Marke haben, wenn das im Weg kommt. Auf geht's, komm. Speed up, ja, ich gebe schon Vollgas. Das machen wir noch ganz kurz nachschauen. Weil wir sind ja richtige Space Travelers geworden, ey. Finde ich echt mega. Ich traue es mir jetzt irgendwie fast gar nicht zu sagen, was ich denke. Ich sag's aber wahrscheinlich trotzdem. Mir hat ja auch No Man's Sky sehr gefallen. Aber irgendwie, es hat zwar auch was, man kann die Materialien abholen, aber einfach immer so ungestört. Es waren zu wenig Kreaturen. Also waren schon genügend Kreaturen da, aber irgendwie war es immer zu ruhig. Ne? Hier hat man schon mehr Action. Ich kann es einfach nicht besser erklären. Das ist einfach atmosphärischer. Wenn das jetzt mit No Man's Sky mixen würde, ich glaube, das wäre. Dann wäre es der Hit geworden, der es halt eigentlich werden soll. Ich will es nicht sagen, es ist schlecht, mir gefällt es trotzdem immer noch, aber es war halt total überhyped. So, und bevor er mich jetzt jeder hasst, behalte ich den Rest meiner Meinung für mich. Nein, das war's auch schon im Großen und Ganzen. So, jetzt schauen wir mal. Wir können jetzt natürlich die Wegpunkte nicht ändern. Schade. Das ist echt schade. Na gut, wir gehen jetzt mal einfach hier runter. So, Enter. Immer F. Auf Perler, ne? Wäre nämlich beinahe ausgestiegen, nicht so. So. Ja. Wo müssen wir denn hin? Ich bremse mal ein bisschen. So schwer kann es ja nicht zu finden sein eigentlich. So, also hier sind wir ja schon mal irgendwo teilweise richtig. Ich glaube da drüben. Täusche ich mich jetzt so wahrscheinlich. So, dann werde ich jetzt einfach mal kurz hier landen müssen.
um unser, na, nennen wir es mal GPS einzustellen. Bin schade, dass man das vom Raumschiff aus nicht kann. Na gut, wir holen das jetzt einfach nach. Mann, hat's da viele Materialien. Inflatable Dome, wo war's? Auf der Schaß richtige. 1000 Meter, wir schauen nach. Da kommt sie schon hoch. Jawohl. Haben wir sie schon. Was macht unser Monster? Schläft's? Unsere kleine Katze. Er hat sie wieder zur Ruhe gelegt, aber viel näher jetzt. Ach, das ist echt cool. Na schön, wir finden es in Flatable Dome. Wir können wieder abbauen. Das passt alles, alles klar. Alles gecheckt. Weiter geht's. Jetzt geht's zurück. Zurück nach Hause. Das ist schon traurig. Otto, ist du mit diesem scheiß Riesenwurm, den Geistern und den fliegenden Kreaturen nennen wir uns zu Hause. Naja, was gibt Schöneres? Das ist gut für die Pumpe. Dann bleibt man im Leben bei der Action. Ein bisschen Druck muss kommen. Ja. Wie soll man sagen, ne? Ohne die, ohne die Angst läuft man nicht so gerne um sein Leben, ne? Oder wie war das? Ja, hält auf jeden Fall fit, die Angst immer im Nacken. Ja. Gott. So, der Ladebildschirm wird wahrscheinlich ein bisschen dauern. Dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder. So, meine lieben Freunde, da sind wir auch schon wieder. Jetzt geht's ab nach Hause. Wir fliegen noch im Asteroiden vorbei. Wir gehen jetzt aber wirklich ab nach Hause. Und schon wieder hat sich dieses tolle GPS hier verstellt. Aber wir schauen jetzt einfach mal, ob wir unsere Basis so finden. Schon gefunden. Sehr schön. Naja, sehr schön. Ist wahrscheinlich auch nicht der beste Platz. Denn aber woher konnte ich ahnen, dass wir hier neben diesen das nimmt uns auf einmal so tolle fliegende Dreier spawnen werden. Da sind sie schon. Genau, Land doch auf unserem Labor. Naja, wir werden das Beste aus diesem Platz machen. Wir wollen natürlich auch ein bisschen was bauen. Wir haben Platz und Landeplatz und Garage und so ein Kasten. Alles das hier. Da haben wir schon was Tolles hin. So, jetzt haben wir schon mal hier. Perfekt einparken, würde ich sagen. Wir haben ein bisschen. Ich denke mal, alles schon gelegen, dass wir einen Park haben. Das hier. So, wir sind wieder zu Hause. Tolle minus 17 Grad erwarten uns hier. Na gut, immerhin besser als plus 450 oder minus 478. In diesem Sinne, da wir uns so wohlfühlen zu Hause, immer gleich die Knarre in Anschlag. Wie viel Munition haben wir denn eigentlich noch? 31, das reicht.
So, Opa, zeig mir mal dein Inventar. Hast du noch was drin oder habe ich alles raus? Ich glaube, ich habe alles raus, ne? Alles klar. Sehr schön. Customizer, schauen wir uns ganz kurz. Ach, Farbe. Die wird man natürlich ändern. Aber nicht dieses Mal. Nächstes Mal. So, während ich hier gemütlich auslade, ja, wird es schon wieder Zeit, mich zu verabschieden. Ich hoffe, euch haben die paar Folgen gefallen mit dem neuen Update. Ich finde sie absolut mega. Da werden wir noch viel Spaß haben. Wie gesagt, es kommen nur noch 2 Folgen die Woche. Ich denke, das reicht aus, weil wir doch schon ziemlich viel haben. Und ja, ich möchte das Game nicht zu, sagen wir, zu schnell, ja, einfach zu schnell auslutschen hier. Ja, nachher gibt es hier nichts mehr. Wir haben alles gesehen, was machen wir dann? So nach dem Motto, das muss wirklich nicht sein. Das ist einfach mega und wenn ja die Updates so weitergehen im monatlichen oder zweimonatlichen Takt, dann passt es auch, denke ich, in der 2 Folgen die Woche kommen. Da haben wir immer was Neues zu sehen. Ne? Show würde ich jetzt einfach mal behaupten, ich muss noch ein Depository bauen. Das schaue ich jetzt mal kurz an. Und da ich das so gut kann, mich verabschieden und hier gleichzeitig noch was machen. Das war alles unnötig in die Länge gezogen. Wo waren das? Ist ja best structures? Nein. Craft. Summer. Utility. Wo ist denn das jetzt hin? Hier. Eisen und Aluminium, das haben wir noch. Jede Menge. Eisen. Eisen haben wir nicht genug, ne? Ne, aber Aluminium haben wir es dann. Hier, Hermit. So. Sehr schön. Das war dann hier. Ach, wie geil. Die können wir stacken. Das machen wir. Wir bauen eine Wand aus Depositories. Ja, egal, finde ich cool. Okay, meine lieben Freunde, das war's jetzt aber wirklich. Ich bedanke mich, wie gesagt, fürs Zusehen. Und hoffe natürlich, euch hat es sehr gefallen. Und würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr dann, wenn es euch gefallen hat, so ein bisschen, nur ein ganz klein bisschen, nur ein bisschen den Like-Button ein bisschen streichelt. So, der braucht das. So ein bisschen Zärtlichkeit. Und der Abo-Button, der hat es auch dringend nötig. Ihr wisst, wie ich es meine. In diesem Sinne, meine lieben Freunde, macht's gut. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Und euch auch einen wunderschönen Abend. Bis dahin. Ciao. Adios.